Hallo Leute! Wie wir bei Instagram schon gepostet haben, gucken wir uns heute einen Freund für Rolex an, ein Schoko Chihuahua Baby. Und der gefällt uns so gut, dass wir ihn wahrscheinlich mitnehmen werden. Wir gehen jetzt gleich zum Züchter nach Weißensee, ne? Ja, Weißensee. Und jetzt holen wir Babyhundefutter. Da hinten, Rinti. Babyhundefutter und eine Babykuscheldecke, damit er es warm hat beim Transport. So Leute, hier Rinti. Rinti ist das beste Futter, finde ich, weil es auch immer so sauber und nicht stinkt und immer so frisch ist. Hier Junior Geflügel, das nehmen wir mit, Nebu. Was gibt's noch? Junior Rind. Nee, Mann, Geflügel ist besser für Welpen. Oh, warte mal, die Züchterin hatte mir geschrieben, was die essen. Was nimmst du da, Kleiner? Rinti Geflügel Junior. Rinti ist das beste Futter, was ihr für Welpen holen könnt, weil die so flockig und nicht stinken. Ja, und die Züchterin hat uns gesagt, dass der Kleine schon an Rinti gewöhnt ist. Das ist ganz wichtig, dass so ein kleiner Bauch nicht tausend verschiedene Sachen frisst, weil die neigen schnell zu Durchfall und Bauchschmerzen. Davon pupen die auch nicht so viel. Ja, also Rinti Baby. Rinti. Und jetzt haben wir hier noch eine kleine Kuscheldecke, damit ihm schön warm ist, wenn er transportiert wird. Trockenfutter brauchen wir nicht, oder? Nee, muss nicht sein. Aber vielleicht Babyknabberzeug? Ja, Leute, wir sind hier jetzt bei Näpfen. Katzennäpfen, weil die einfach kleiner sind. Weil Chihuahua einfach so groß sind wie Katzen. Oh, guck mal, das ist auch süß. Das ist auch cool. Ne, wo ist ein... Das ist niedlich. Rolex hat ja das gleiche in etwas größer, dann lass uns das mitnehmen. Okay. Ja? Leute, wir entscheiden uns doch für die kleinen. Lou mag diese Näpfe hier nicht. Warum, Lou? Na, das Wasser setzt sich da drunter immer so komisch ab. Es wird so... Schleimig. Ja, es wird so komisch. Also nehmen wir diese kleinen Mini-Näpfe hier. Bitte guckt mal. Meine Mama ist mit uns jetzt extra hergefahren und wir haben den Kleinen tatsächlich geholt. Hups, ich mach mal nochmal das Licht an. Und er ist so unglaublich hübsch und wir werden euch auf dem Laufenden halten, wie Rolex und er sich verstehen. Leute, die sind seit einer Minute zusammen und man kann sie nicht mehr trennen. Rolex hört nicht mehr, was wir sagen, ist nur noch am Spielen mit dem Kleinen und genau das haben wir uns erhofft. Wir hatten so Angst, dass er ihn nicht akzeptieren wird, weil er so dominant ist. Aber er ist verknallt in den Kleinen, mein Gott, ist der süß. Leute, das Schöne ist auch, der ist zwar jetzt von seiner Mama und seinen Geschwistern weg, hat aber gleich hier zu Hause wieder einen neuen Kumpel gefunden. Deswegen interessiert es ihn gerade gar nicht, dass er weg ist von seiner Mama. So süß. Der wird so kaputt sein. Was Besseres kann man sich gar nicht erhoffen, als das, was wir hier gerade sehen. Und ihr werdet auf jeden Fall jeden Schritt von dem kleinen, dicken Zwerg mitkriegen. Übrigens suchen wir einen Namen und ihr könnt gerne Namensvorschläge für einen Jungen, also einen Rüden, in die Kommentare schreiben. Wir wollten ihn eigentlich Dobby nennen, so wie die Elfe von Herr der Ringe, weil wir den so süß fanden. Harry Potter. Ach, von Harry Potter, was für Herr der Ringe, ich dachte, Alter. Das ist das Gleiche. Ja, Dobby ist unser Vorschlag, aber vielleicht könnt ihr ja noch süßere oder coolere Namen finden und die uns dann sagen. Leute, die sind pausenlos am Spielen. Alles cool. Es gibt keine ruhige Sekunde gerade. Und als wir den geholt haben, war der so ruhig und hat einen getan auf, ich bin ganz schüchtern und so. Und jetzt, wo wir hier zu Hause sind, ist er richtig frech und aufgeweckt. Aber genau das ist das, was wir wollten. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, ihm einen kleinen Kumpel zu holen. Wie man sieht, blüht Rolex auf. Für uns wird es jetzt ein bisschen stressiger. Wir müssen sehr oft runter mit dem Kleinen, damit er schnell stubenrein wird. Gott, ist das süß. Endlich ist Rolex nicht mehr alleine. Man sollte Hunde auch unserer Meinung nach nicht alleine halten. Die brauchen einfach einen Kumpel. Bevor der Kleine da war, hat Rolex 80% am Tag geschlafen, ohne Scheiß. Weil er einfach nichts mit sich anzufangen wusste. Wir haben dann 10, 20 Minuten mit ihm gespielt, dann hatte er keine Lust mehr. Und jetzt hat er einfach einen kleinen Kumpel, der immer mit ihm spielt, wenn er Lust drauf hat. Und sowas zu sehen, tut auch als Mensch einfach gut. So, jetzt wird dem Knirps seine erste Mahlzeit vorbereitet. Mal gucken, wie viel der frisst.
bei Welpen ist es sehr, sehr wichtig, dass sie viele Mahlzeiten am Tag kriegen, aber kleine. Man sieht, die Mini-Dose ist ganz wenig nur abgekratzt am oberen Teil. Und wir haben von der Züchterin gehört, wir sollen ganz wenig Honig in das Futter mit reintröpfeln, weil viele kleine Welpen brauchen das wohl, damit sie nicht unterzuckert sind. Deswegen tropfen wir da jetzt ein bisschen Honig mit rein. So, jetzt sehen wir, wie der kleine Mann das erste Mal frisst. Mal gucken, ob er überhaupt Hunger hat. Ja, er fängt an zu essen. Ui, so süß. Davon hätte ich ihm sogar ein Viertel geben können, Leute. Den Rest wird Rolex essen. Ich sehe jetzt gerade, dass ich mich überschätzt habe mit seiner Größe. Das hätte weniger als die Hälfte sein müssen. Aber ist nicht schlimm, wir lassen Rolex gleich ein bisschen mitessen. Dann gewöhnen die sich auch schon daran, sich nicht um das Futter zu streiten. Wir lassen ihn noch ein paar Sekunden essen, dann kann Rolex auch zu ihm. Aber der haut ganz schön rein, der kleine Fettsack. Mhm, der ist auch ganz schön fett. Das ist immer so süß, wenn die nach dem Essen so einen dicken Kullerbauch haben. Frisst sehr gut, der kleine Mann. Bauchi wird auch immer dicker. Kannst Rolex zu ihm lassen, Bo. Sicher? Mhm. Oder willst du ihn noch ein bisschen essen lassen? Noch ein bisschen essen in Ruhe. Okay. Die sind da zusammen in der Höhle drin, die kleinen Ratten. Rolex, komm mal her. Komm her. Weg sind sie. Das Ende von einem anstrengenden Tag. Ja. Guck mal, er hat sich jetzt hier hingelegt zu Rolex. Werden beide ein bisschen müde vom vielen Spielen. Lou hat sich zu denen gelegt, damit er sich ein bisschen an unseren Geruch gewöhnt und weiß, dass er in der Kuscheldecke schlafen kann. Mein kleiner Schatz, du bist auch so toll. Jetzt können sie zusammen immer kuscheln und zusammen schlafen. Keiner ist mehr alleine. Und jetzt haben wir einen Blutan-Schuck und einen Schokotan. Die schönsten Farben, die es gibt von Hunden. Er wird jetzt bestimmt gleich heiern. Muss ein bisschen zur Ruhe kommen, der Zwerg. Zwergi. Leute, guck mal, wie süß das ist. Lou und der Kleine sind zusammen eingeschlafen. Und Rolex hat sich auch dazu gelegt. Er ist gar nicht eifersüchtig oder so, er ist richtig glücklich. Mein Schatz, du bist so fein. Und die sind im Tiefschlaf hier beide. Ich versuche mal, ob ihr das besser sehen könnt. So süß, das wollte ich euch mal zeigen, wie alle zusammen schlafen noch. Es war auf jeden Fall das Beste, was wir machen konnten. Es ist 4 Uhr morgens. Der kleine Wicht ist wach und wollte spielen. Und deswegen ist die ganze Familie wach. Die ganze Meute. Aua. Die ganze Meute hält er auf Trab. Aua. Aber Leute, er ist so süß, da kann man gar nicht böse sein. Giftzwerg. Wir haben jetzt eine halbe Stunde mit ihm und Rolex gespielt und wir hoffen, er wird jetzt endlich schlafen. Also Leute, Welpen haben ist nicht immer nur süß, es ist auch sehr, sehr anstrengend. Aber es lohnt sich. Wenn man den kleinen Furz hier sieht, extrem süß. Und hier ist der Rolex. Bibi, komm her. Mein wunderschönes Kind. Hallo. Hallo. Er ist super glücklich, Leute, dass er einen neuen Kumpel hat. Lässt ihn gar nicht aus den Augen und spielt die ganze Zeit mit ihm. So ein tolles, schönes Tier bist du, mein Baby. Auf jeden Fall halten wir euch
auf dem Laufenden, was diesen kleinen Knirps hier angeht. Mach Platz. Fein. Der immer noch namenlos ist. Guck mal, wie er ihn säubert. Zwei kleine Mäuse, die jetzt beste Freunde werden.